Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen aus dem eiskalten Pforzheim. Ja, hallo. Und zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen, zu meiner Rechten, Matthias Rupp, Betriebsleiter von Genesis und gleichzeitig Sohn von Michael Rupp. Und Winterzeit habe ich nicht ganz so viel zu tun. Und dann habe ich mir heute vorgenommen, endlich mal ein paar Blogs zu machen, die ich schon lange mal machen wollte. Und da geht es um die ganze Rohrleitungsthematik. Wie sind die unterschiedlichen oder wie verhalten sich unterschiedliche Schlauchlängen in Bezug auf die Pumpenleistung, unterschiedliche Rohrquerschnitte, auch wenn man ein paar Fittings in der Rohrleitung einbaut. Was ist da eigentlich am Schluss das Ergebnis? Wir alle kennen die Zusammenhänge, klar, ein längerer Schlauch hat einen höheren Widerstand als ein kürzerer Schlauch. Ein größerer Schlauch hat einen geringeren Widerstand als ein kleinerer Schlauch, zumindest wenn die gleiche Wassermenge durchfließt, weil die Strömungsgeschwindigkeit geringer ist und somit weniger Reibungswiderstände erzeugt. Und all das wissen wir, und ich musste in den vergangenen Jahren immer mal wieder schmunzeln, als gerade die ganzen Kontrollpumpen auf den Markt kamen, die regelbare Pumpen. Alle haben sich auf die regelbaren Pumpen gestürzt, weil sie ach so energieeffizient sind. Und dann habe ich mir manchmal angeschaut, was für Rohrleitungen eigentlich an den Koi-Teichen bestehen, wo nachher die Pumpen angeschlossen wurden, und habe dann gedacht, wenn man hergegangen hätte, eine 40er Rohrleitung in eine 63er gewandelt, hätte man 1000-mal mehr gespart. Warum? Weil im Prinzip versucht man nirgends so stark wie in der Rohrleitungstechnik immer wieder dieses sprichwörtliche Kamel durchs Nadelöhr zu zwängen. Schätzen Sie mal, eine 40er Rohrleitung, ein 40er Schlauch oder Rohrleitung spielt ja keine Rolle. Wenn wir sagen 1,5 Meter pro Sekunde ist das Maximum, was wir auf der Druckseite Strömungsgeschwindigkeit haben wollen, weil danach gehen wirklich die ganzen Rohrreibungsverluste, die Strömungsverluste, die gehen exponentiell nach oben, da wird es dann wirklich uneffizient, die ganze Pumperei. Was schätzen Sie? Bei 1,5 Meter pro Sekunde, wie viel Liter Wasser bekommen wir durch einen 40er Schlauch hindurch? Wie viel Kubikmeter pro Stunde? Ich habe es vorher bei den Genesis-Jungs mal gefragt. Ich bin denen gar nicht böse, dass sie den genauen Wert nicht gehabt haben. Der Sascha hat gleich gesagt 10 Kubikmeter. Ja? Und 10 Kubikmeter wäre ja noch cool. Es sind 6,5 Kubikmeter. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich jetzt an die Nase packen und überlegen, scheiße, ich habe draußen eine 20.000er Pumpe und ich habe eine 40er Rohrleitung, wo die drauf drückt, weil 40er Material ist neben 50er Material eigentlich so das Gängigste. Beim 63er tun sich schon viele wieder schwer bei der ganzen Verrohrung. Und dann werden Sie merken, wenn Sie versuchen wollen oder wenn Sie eine 20.000er Pumpe anschließen, Sie sagen, Sie wollen nur die Hälfte, also 10.000 Liter da durchbekommen, dann sind Sie schon irgendwo bei 2 Meter pro Sekunde, da haben Sie so viele Strömungsverluste. Also da wäre es oftmals gescheit, nicht nur eine starke Pumpe zu kaufen oder nicht nur eine regelbare Pumpe, sondern zeitgleich auch die Rohrleitung anzupassen. So, und was wir jetzt einfach mal machen wollen, ist Ihnen zeigen in der Verhältnismäßigkeit, und ich sage Ihnen, die ganzen Werte, die wir sagen, die sind alle überschlagsmäßig. Also die ganzen Rohrquerschnitte, was ich ausgerechnet habe, bin ich vom Außendurchmesser ausgegangen. Also die Rohrwandung müsste man noch abziehen. Wir haben hier, haben wir von Endressen Hauser, ein Durchflussmengenmesser, der zeigt Kubikdezimeter pro Minute an. Wir werden das für Sie dann immer wieder umrechnen. Wir haben eine, was haben wir für eine Pumpe angeschlossen? Eine Bluestream Control 30.000. Eine Bluestream Control 30.000. So, also das sind alles Näherungswerte und da ist natürlich jede Pumpe abhängig von ihrer Kennlinie reagiert immer wieder ein bisschen anders. Auch dazu werden wir noch Blogs machen, um Ihnen das mal zu zeigen, wie das wirklich funktioniert. Die Werte hier sind natürlich nicht auf die dritte Nachkommastelle gerundet. Dann hängt es natürlich auch davon ab, wie viel Meter Schlauch haben wir jetzt hier? Das sind aktuell 25 Meter. 25 Meter Schlauch haben wir angeschlossen. Die werden wir nachher austauschen gegen 25 Meter 50er Schlauch, 50er, der andere. Ja. 50er Schlauch, um einfach zu zeigen, wie viel Meerwasser da durchkommt. Aber ob das jetzt genau 25 Meter sind oder ob das 24 Meter sind, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Wir wollen Ihnen die Tendenzen zeigen, auf was es am Ende ankommt. Und die Physik ist bei jeder Pumpe am Ende die gleiche. Also es gibt keine Pumpe, die jetzt einen Rohrleitungsquerschnitt kompensiert oder eine Rohrleitungslänge kompensiert. Also da bleibt alles d'accord. Sie werden jetzt sehen, wenn wir in unserem Versuch, das kann ich Ihnen jetzt mal zeigen, was wir hier aufgebaut haben. Wir haben also auf dem Pumpenprüfstand der Firma Genesis haben wir die Bluestream Control 30.000, die ist hier. Die haben wir jetzt auf 100 Watt eingestellt. Die kann natürlich sehr viel mehr. Und bei 100 Watt haben wir hier 110 Kubikdezimeter pro Minute, was hindurchfließt. Hinten kommt es aus dem 100er Rohr raus. Den Rohrleitungsquerschnitt haben wir komplett geflutet, dass auch die Messung richtig funktioniert. Und jetzt schauen wir einfach mal ganz blöd an. Und wir werden den Versuch aber nachher auch noch rückwärts machen, dass wir, das machen wir nachher. Jetzt werden wir einfach diese 25 Meter Schlauch werden wir austauschen gegen 25 Meter 50er Schlauch und dann schauen wir mal, wie viel Prozent an Durchfluss
wir hier mehr bekommen. Und wenn wir die 25 Meter angeschlossen haben, und das wird ein Versuch, da bin ich mir fast sicher, kommt noch, oder wird das Ergebnis noch deutlicher, wenn wir die 25 Meter angeschlossen haben, als erstes mal den Unterschied betrachtet haben, wie viel kommt mehr durch, dann stellen wir den 50er Schlauch auf 1,5 Meter pro Sekunde ein, da kommen dann ca. 10.000 Liter und dann wechseln wir wieder zum dünneren Schlauch und dann werden Sie sehen, wie das ganze Spiel zusammenbricht, beziehungsweise um wie viel wir hier die Wattzahl der Blue Stream Control nach oben schrauben müssen, um wieder auf den Wert zu kommen von 10.000 ja. Liter. So, also wir schauen uns das an, wir schalten kurz ab, tauschen den Schlauch aus und ich bin jetzt wirklich auch gespannt. Also das läuft hier jetzt live und wir haben es noch nicht vorher probiert und wir sind gleich wieder da. So, also die Anlage ist umgebaut und ich habe jetzt gerade wirklich verblüfft auf die Anlage, auf die Anzeige geschaut. Darf man da drauf sitzen? dein Vater hat mir jetzt schon lange auf die andere Seite gestellt. Und ich habe verblüfft auf die Anlage geschaut. Also nochmal, was haben wir gemacht? 25 Meter, 40 mm Schlauch hatten wir, haben die Strömung so eingestellt auf 1,5 Meter pro Sekunde. Das, wo ich schon sage, es wird richtig turbulent, was ich als die Obergrenze der Strömungsgeschwindigkeit ansehen würde, um noch vernünftig Pumpenleistung oder vernünftig was für die Energie, was man in die Pumpe reinsteckt, auch was an bewegtem Wasser zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind 6,5 Kubik. Jetzt haben wir einfach die 25 Meter Schlauchleitung 40 mm in eine 50 mm getauscht. Und ich habe ihn gefragt, und was denkst du, aber er hat schon an meinem Grinsen gesehen. Und dann sagt er, das war sehr viel mehr. Und wir haben jetzt genau 170 Kubikdezimeter pro Minute. Das sind 10,2 Kubikmeter und ich habe es ausgerechnet, das sind exakt 54% mehr Leistung. Und ich glaube, jetzt spätestens werden die Ersten auf die gängigen Internetseiten gehen, wo es Rohrleitungsmaterial gibt, weil sie merken, auch sie haben eine 40er Leitung im Einsatz, ja, haben eine 20.000er Pumpe, eine 25.000er Pumpe, die man irgendwo mal ganz günstig geschossen hat, sogar regelbar. Ja, so. Und merken plötzlich vielleicht, ups, das könnte bei mir auch passieren. Was man natürlich bei diesem Test nicht vergessen darf, und das kommt hinzu, also, und wir können hier jetzt aber nicht alles prüfen und das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern wir wollen hier Tendenzen zeigen. Wir haben natürlich 25 Meter Schlauch dran. Wenn es jetzt nur um 5 Meter Schlauch gehen würde oder vom Filter zum Teich, wegen mir mal 10 Meter, dann fällt das Ergebnis weniger dramatisch aus, weil die 1,5 Meter Fließgeschwindigkeit in dem anderen Rohr, in dem anderen Schlauch, im 40er Schlauch, wenn das mal über 25 Meter geht, entsteht dann natürlich mehr Reibung, wie wenn es ein kürzerer Weg wäre. Aber ich bin mir sicher, 20-30% kommt auch bei kürzeren Leitungswegen dabei raus. Und das ist einfach verschenkte Energie. Rohrleitungsquerschnitt ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, das macht nicht den Bock unbedingt so fett, was die Investition angeht. Aber man kriegt für die Pumpenleistung richtig viel. Und das ist, wo ich vorher gesagt habe, ich musste früher, weil ich mich mit dem Thema mal ziemlich intensiv beschäftigt habe, wo ich Nishkigoi Taikan 3 geschrieben habe, wo die ganze Thematik auch drin erklärt ist, wo ich mir das dann alles mal angeschaut habe. Alle haben Pumpen, 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 Pumpen geschrien, aber ich habe nicht einmal einen reden hören, gesagt hat, hey, macht mal eure Rohrleitung effektiver. Weil wir haben nicht nur eine Pumpenkennlinie, die sogenannte Drosselkurve, sondern wir haben auf der Gegenseite haben wir eine Rohrleitungskennlinie. Ich kann da mal einen theoretischen Block dazu machen, um Ihnen das mal zu zeigen. Und die Rohrleitungskennlinie, wenn, ich muss jetzt gucken, so rum läuft die Drosselkurve, ja, und die Rohrleitungskennlinie, die läuft dann so. Und dann sehen Sie an jedem Punkt immer ganz genau, wenn das Wasser so und so schnell durch die Rohrleitung fließt, das sind alle Rohrleitungsmeter, die geodätische Druckhöhe, das ist zum Beispiel auf der X-Achse, auf der vertikalen, das, wo die Rohrleitung überhaupt oder wo die Kennlinie überhaupt anfängt. Und wenn man dann alle Rohrleitungsmeter nimmt, alle Fittinge und die aufzeichnet zu unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten, dann bekommt man da die Rohrleitungskennlinie und die korrespondiert dann mit der Drosselkennlinie. Und da, wo die beiden sich schneiden, wo die den Schnittpunkt haben, ist jetzt sehr theoretisch, ich weiß, das ist im Prinzip das Wasser, was ich nachher bekomme. So. Und jetzt drehen wir die ganze, aber ich zeige es Ihnen, dass Sie auch der Beweis sehen, dass Sie nicht sagen, hey, die Kamera erzählt uns ja ein. Ah, übrigens an alle Kinder, diese Versuche bitte nicht nachmachen, das ist wie im Fernsehen, ihr werdet patschnass dabei. So, ich hoffe, es ist scharf und Sie sehen jetzt auch die 170 Kubikdezimeter pro Minute. Ja, und hier die 100 Watt, zeigt Matthias gerade noch. Auch wichtig, dass wir das auch gleich eingestellt haben, ist die Evo Bluestream 30.000. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt stellen wir, jetzt muss ich nur kurz auf unserem Blatt schauen, er wollte den Blog, er arbeitet heute den ersten Tag bei Genesis Probe. Und jetzt schauen wir, wenn wir jetzt beim 63er Rohr, das habe ich vorher ausgerechnet, sind wir bei 50er, sind wir bei 10,8 Kubikmeter pro Stunde, was wir brauchen, damit da wieder das Wasser mit 1,5 Meter pro Sekunde fließt.
Und dann schalten wir wieder auf den 40er Schlauch um und dann sage ich Ihnen, werden wir mehr als 50% Einbruch haben. Warum werden wir das haben? Weil, wie gesagt, die Strömung oder die Strömungsverluste oder die Verluste, die Reibungsverluste, die durch die Strömung entstehen, gehen im Quadrat in die Gleichung ein und dann kommen wir in den 40er Schlauch auf deutlich über 1,5 Meter und dann bricht die Strömung richtig zusammen. Und dann haben Sie den finalen Beweis, Rohrleitung ist fast noch wichtiger als die Pumpe. Die Aussage lasse ich jetzt einfach mal so stehen und dann schalten wir mal um. So, Matthias, wie viel haben wir mehr Watt, um die 1,5 Meter wieder zu erreichen? 30 Watt mehr. Dann haben wir 30 Watt mehr und hier sind wir bei ca. 180 Kubikdezimeter. Ja, also ganz genau können wir das hier eh nicht einstellen. 180 Kubikdezimeter pro Minute. Und jetzt schalten wir bei 30 Watt mehr wieder auf den 40er Schlauch um und dann schauen wir, wie viel Wasser wir dabei rausbekommen. Genau. Und das wird deutlich, deutlich weniger sein. So, dann haben wir also den Gegenbeweis auch angetreten oder den gleichen Versuch von der anderen Richtung sind wir dann angegangen. Und auch da bin ich jetzt gespannt. Das müssen wir nur kurz umschließen. Ja, also, wie vorhergesagt, das Ergebnis wird jetzt ganz kurios. Wobei, wir sind hier nicht im Labor. Wir haben hier keine geeichten Geräte oder sonst irgendwas, sondern das ist alles genau, aber nicht super genau, aber es ist auch nicht ungenau. Und das Ergebnis heißt jetzt, wir haben hier hinten 30 Watt mehr eingestellt und wir sind hier wieder genau bei dem Wert, den wir vorher hatten, als wir 1,5 Meter eingestellt haben, wo wir nur 100 Watt dafür gebraucht haben. Ja. Und das ist jetzt eigentlich verrückt. Wir investieren 30 Watt mehr und bekommen die gleiche Leistung. Also wir haben es jetzt von beiden Richtungen gezeigt, aber ich zeige es Ihnen. Wir haben es von beiden Richtungen gezeigt, dass welche Bedeutung der Rohrleitungsquerschnitt bzw. Schlauchquerschnitt hat. Und wenn Sie jetzt hier schauen, wir sind jetzt hier wieder bei 107 und jetzt können wir auch mal noch der Gegenbeweis, da wird jetzt wahrscheinlich das ein bisschen runtergehen, wenn wir hier wieder auf 100 Watt gehen, dann geht es jetzt nach unten. Also das sind jetzt einfach die Messungenauigkeiten, die wir hier drin haben, die liegen irgendwo bei 10%. Das ist auch nicht so dramatisch, aber man hat ganz deutlich gesehen, wenn wir bei 130 Watt bei der großen Pumpe dann plötzlich 12.000 Liter pro Stunde bekommen, ist, wenn wir der kleine Schlauchdurchmesser wieder nehmen, da eigentlich überhaupt keinen positiven Effekt im Vergleich zu dessen festzustellen, als wir die Strömung noch auf 1,5 Meter eingesetzt haben. Hättest du mit dem Ergebnis so drastisch gerechnet, so aus dem Alltag, aus der Praxis heraus? So drastisch hätte ich es jetzt, also jetzt gerade das letzte mit den 30 Watt an Leistung, das hätte ich jetzt so nicht vermutet. Aber deswegen machen wir die Tests, genau, dass wir da schlauer werden und man lernt nie aus. Und es gibt auf der Internetseite von Genesis, gibt es auch den Rohrleitungskonfigurator. Genau. Können Sie mal draufgehen, finden Sie oben im Hauptmenü. Und da können Sie, wenn Sie selber nicht rechnen wollen, aber die Formen sind alle nicht so dramatisch schwer, wo man jetzt einfach mal die Fließgeschwindigkeit in der Rohrleitung ausrechnen will. Also der Volumenstrom in Kubikmeter pro Sekunde, den rechnet man nachher mit mal 3600 in Kubikmeter pro Stunde um. Ist gleich die Strömungsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde mal der Rohrleitungsquerschnitt in Quadratmeter. Also da nehmen Sie dann die Hälfte des Durchmessers, also Radius im Quadrat mal Pi und das setzen Sie dann da ein und dann wissen Sie relativ genau, wie groß Ihr Rohrleitungsquerschnitt, die Formel dann einfach umstellen und dann können Sie den Rohrleitungsquerschnitt ausrechnen, den Sie brauchen, wenn Sie maximal 1,5 Meter in der Rohrleitung fließen lassen möchten. Aber, und das sage ich auch ganz ehrlich, und das ist auch der Grund, warum ihr eure Anlagen fast alle mit 100 verrohrt, wenn man genau irgendwo auf auf 1 Meter pro Sekunde Fließgeschwindigkeit geht oder 0,8 Meter Fließgeschwindigkeit, dann wird es super effizient und, so effektiv, und dann gehen die ganzen Rohrreibungsverluste irgendwann mal nicht gegen Null, aber sie werden schon irgendwo verschwinden gering. Ja, genau. Matthias, vielen Dank, dass wir euren Prüfstand für einen kleinen modernen Käuferzug haben nutzen dürfen. Was machen wir als nächstes? Verhältnis der Rohrleitungslänge, würde ich sagen. Das ist richtig, auf jeden Fall mal genau interessant, was da dabei rauskommt. Da messen wir jetzt 25 Meter. Das können wir nämlich jetzt gleich einstellen. Ja. Messen wir dann mal gegen 2 Meter. Alles klar. Also wir bauen auf und das kommt dann im nächsten Block.